So, wann war ich da? Im November war ich in Bristol. Ne? Das Video, ich habe übrigens noch mehr Videos dazu. Unter anderem habe ich einen Spieler interviewt, der seit 62 Jahren Darts spielt. Jetzt gehen wir aber mal rein ins JDC Greenzone Board und da sind nämlich noch ein paar Goodies von der JDC drin. Deswegen habe ich das noch nicht geunboxed. Das habe ich mir aufgehoben für diesen Moment. Gestern hat der Mr. Geheimwaffe, ein Jugendspieler, der auch unsere Ranglisten spielt und der auch JDC-Jugend bei mir spielt, im The Virus 180 Gewinnspiel von der Bettina, The-Virus-180, also Virus mit V, beim Gewinnspiel gewonnen und hat gesagt, ob ich auch was von der JDC hätte. Und ich habe gesagt, ich schau mal, was die da noch rein haben, weil die haben, ich weiß, dass die das Board, nicht nur das Board rein haben, sondern die haben da noch was dazu gepackt. Und jetzt gehen wir mal rein. Und das ist ein Green Zone Board erstmal. Ja, geil. Junior Darts Corporation 2, dachte ich schon. Aber Junior Darts Corporation 5th Generation Blade Technology. Also, das ist eine Blade 5 Dual Core mit JDC hier drauf. Geil, ne? Zum Vergleich, ich mache große Sprüche, jetzt muss ich erstmal laufen. Zum Vergleich, und so eine Scheibe wiegt 5 Kilo, das wisst ihr ja ungefähr, ne? Zum Vergleich, das ist eine Blade 5 Dual Core, da ist das BDO-Logo rechts und links drauf. Und hier ist das JDC-Logo rechts und links drauf. Und Green Zone. Geil. Nehme ich mal wieder mit. Ja, mit ausgestrecktem Arm so eine Scheibe rumlatschen, rumtragen erstmal ein paar Minuten. Das ist nicht schlecht. Gute Übung, kannst du gut trainieren. Die Scheibe ist ein bisschen bespielt, sehe ich gerade. Das ist aber, das habe ich gerade gar nicht gesehen. Macht aber überhaupt nichts, siehst du kaum, ne? Und diese Green Zone hier, das ist eben dieses einzigartige JDC Board. Das Green Zone System ist hier vielleicht sogar mal erklärt mit den Shirts. Nein, ist es nicht. Du hast verschiedene Shirts, was? Apropos Shirts, ich habe ja welche davon. Guck mal, ich habe die in Schwarz und in Weiß habe ich noch. Von den Kids, die bei mir Akademie spielen, die kriegen so ein Shirt, je nachdem, was sie gespielt haben nach jeder Saison. Eine Saison geht 8 Wochen. So, jetzt sind wir im Büro. Türklautes Licht, was? Tschack. Und da sehen wir diese Tafel und wir sehen, ich habe noch eins, denn wir haben ja. Da hat die Schraube sogar durchgefressen hier. Green Zone Eating Screw. Denn nicht nur ich, sondern auch der Markus haben ja die Accreditation gemacht. Wir waren zusammen in Bristol. Wie gesagt, YouTube-Video gibt es dazu. Und dann hast du hier den Shirt Indicator. Guckst du. Du wirfst die JDC Challenge. Die steht hier, aber auch Robstar und ich habe die schon mal auf dem Channel gespielt. Die gibt es auch in der MyDarts Training App oder auf GoDarts Pro. Einfach JDC Challenge mal googeln und dann spielst du die Punkte und dann kriegst du White Shirt, Purple Shirt etc. Und wie ihr seht, sind bei uns von Weiß die meisten nach Schwarz gegangen. 850 Punkte plus ist sehr viel. Probier's mal aus, ist wirklich, wirklich stark. Aber ich habe auch wirklich, wirklich starke Jugendliche in der Rangliste. In den Top 10 einige Jugendliche mit dabei und die ersten zwei Plätze haben wir auch gerade dort. Sportförderzentrum Augsburg. Hier haben wir Welcome Coach Simon Österreicher, Akademie Dartsport, Förderzentrum Augsburg, Germany. Und hier ist die Weltrangliste. Platz 1 spielt bei mir, Platz 2 spielt bei mir. 7, 8, 11, 13 und so weiter und so fort. Hier haben wir alle. Also wir sind da gut vertreten. Jedenfalls kriegst du dann eben so ein Shirt und die Shirts weiß, lila und gelb spielen 301 Green Zone. Die grünen und blau-shirtigen spielen 501 Green Zone und rot und schwarz-Shirt spielen 501 Double Out. Und das ist jetzt der Unterschied. Und das ist auch, was ich euch jetzt erklären wollte. Und zwar. Jetzt holt mein Nachbar hier gerade Wasser. Und zwar hast du hier diese Green Zone. Das heißt, 301 Green Zone heißt, du spielst 301 runter. Mit irgendeinem Dart kommst du dann auf 0 Punkte oder negativ. Zum Beispiel minus 7 oder du hast 11 Rest, du wirfst eine 11. Und dann hast du Green Zone als Finish. Also du finishst nicht auf dem Double, du finishst aufs Green Zone. Und Green Zone ist einfach ein riesengroßes Bull sozusagen. Das heißt, wenn du auf 0 Punkte bist oder drunter, dann musst du den letzten Dart irgendwo in diese Green Zone werfen. Und dann hast du gecheckt. Und somit kann quasi einer mit einem weißen Shirt zum Beispiel gegen einen mit einem roten Shirt eine Chance haben, weil der spielt 301 Green Zone und der mit dem roten Shirt muss 501 Double Out spielen. Es ist also quasi eine Art Handicap-System von der JDC. Das ist eigentlich alles. Und dafür sind die Green Zone Boards. Zwei weiße Shirts natürlich spielen 301 Green Zone gegeneinander. Das heißt, du musst dir keine 3 Jahre lange Madhouse-Party reinziehen, sondern einer macht dann halt mit Green Zone aus. Und auf dem Anfängerniveau triffst du auch nicht unbedingt sofort Green Zone. Du denkst jetzt vielleicht, ja, hey, mach ich aus. Nee, machst du nicht unbedingt. Schaut euch das Video von England auch an. Markus hat auch nicht ausgemacht, hatte die Chance. Das Feld wird dann kleiner, als man denkt. Also, man hat ja ein bisschen Bammel. Das ist wie ein großes Single-Treffen. Du triffst auch nicht immer ein großes Single, das du willst. Stimmt? Stimmt. Und jetzt gehen wir aber hier mal runter. Schauen wir mal, was da drin ist. Da ist absolut gar nichts drin. Entweder ich habe was verpasst oder ich habe die falsche Scheibe geöffnet. Da ist nur eine Tüte drin.
Wie geil ist das denn bitte? Ich hatte dieses Board jetzt jahrelang nicht ausgepackt, weil die hatten eigentlich noch Sachen mit rein, die jetzt aber gar nicht da drin sind. Ich muss jetzt die andere, jetzt mache ich die andere auch noch auf. Okay, machen wir das gleich so. So, da haben wir das andere. Das war doch so ausgewölbt, weil da noch was drin war, dachte ich. Also vielleicht ist hier noch was drin. Weil eigentlich so Flyer oder irgend so Zeugs, was sie halt vielleicht noch dazu tun wollten, vielleicht für mein Förderzentrum oder für die Akademie oder so, haben sie eigentlich gesagt, tun sie hier noch dazu. Wie ihr seht, habe ich nie reingeschaut. Das heißt, ich bin vielleicht ein bisschen selber schuld. So, aber wir gucken mal. Da haben wir noch einen gut. Cherie. Boah. Cherie hackt dir echt die Finger ab, wenn du nicht aufpasst, ne? Ich ganz ernst. Da ist noch ein Board drin und wahrscheinlich nur Aufhängungsmaterial, weiß ich nicht. Kling, kling, kling. Irgendwas hat kling, kling, kling gemacht. Das ist nochmal ein schönes Board. Oh, das ist sehr, sehr wenig bespielt. Das ist so ein Dick weniger bespielt als das andere, das fast neu war. Da ist das Aufhängungsmaterial drin. Im anderen war nur eine leere Tüte drin. Jetzt bin ich gerade etwas verwirrt. Habe ich all diese Monate, das ist umsonst aufbewahrt, weil ich wollte es ja echt unboxen sozusagen. Gut, ich habe es, glaube ich, jetzt auch ein bisschen unboxed, weil ihr kanntet es vielleicht Greenzone gar nicht. Oder habe ich das noch extra mitbekommen, irgendwie anders vom Darren, von der JDC? Darren und Jamie? Ich werde Darren mal fragen. Das sind super nette Leute bei der JDC übrigens, echt super nett. Und die wollten uns so Flyer und so ein Zeug mitgeben. Die haben gesagt, sie suchen mal, sie schauen mal, sie verpacken mal. Aber vielleicht haben sie es auch einfach nebendran liegen lassen, zugeklebt. Das passiert mir ja auch manchmal, wie ihr wisst. Von daher... Alles gut, ich frage mal nach. Und es kommt von JDC auch was Neues, JDC Virtual. Vielleicht gebe ich euch da noch kurz einen Sneak Peek zu. Oder haben die das schon veröffentlicht? Ich weiß nicht, ob das schon veröffentlicht ist. Deswegen weiß ich nicht, ob ich euch das sagen darf. Jedenfalls, da kommt auch noch was. Das können alle ab 13 Jahren spielen, von zu Hause aus. Das läuft dann über Video, das man macht. So ähnlich wie unsere Ranglisten. Und ist aber was anderes als unsere Ranglisten. Also du spielst wirklich die JDC-Routine. Die übrigens auch Teil unserer Ranglisten ist, unserer Jugendranglisten. Wenn ihr da noch mitmachen wollt, geht mal auf... Bettina lacht schon wieder, weil ich wieder nicht weiß. Dartsport, dartzentrum-augsburg.de/ranglisten. Da seht ihr alle Ranglisten. Und da seht ihr, wir sind schon ganz schön gut voll. Seht ihr, wir haben viele, viele Ranglisten. Und hier sind auch die Jugendranglisten. Und da ist unter anderem auch die JDC-Challenge dabei. Für Jugendliche einschließlich bis 17 Jahren. Kannst hier mitspielen. Geh auf die Seite, da steht alles. Und da könnt ihr ein bisschen Geld dazu verdienen. Und ihr müsst nichts einzahlen. Ihr müsst eigentlich nur Dart spielen. Diese Challenges, die wir da haben. Also, was heißt Challenges? Ranglisten, Trainingsspiele, wie man es nennen will. Schaut mal drauf. Ich würde mich freuen. Und der Geheimwaffe, ja, sorry, wir haben gar nichts von der JDC. Ich gebe dir irgendwas anderes. Also, haut's rein, trainiert's fleißig und schaut's mal auf die Ranglisten. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie der Bettina, the_virus_180 auf Instagram oder mir, der Dartsgondel. Aber eher der Bettina. Die ist viel netter als ich. Die hat viel mehr Zeit. Also, haut's rein, ciao.